Bei seiner Ankunft in Washington wird US-Präsident Donald Trump bereits von weiteren Problemen überrollt. In der Russland-Affäre vermehren sich nun die Indizien auf eine Verwicklung seines Schwiegersohns und engsten Beraters Jared Kushner. Er soll nach dem Wahlsieg Trumps die Möglichkeit eines geheimen Kommunikationsdrahtes zum Kreml erwogen haben. Das berichten am Wochenende mehrere Medien unter Berufung auf Regierungsbeamte. Kushner soll im Dezember 2016, also einen Monat vor Trumps Vereidigung, mit dem russischen Botschafter in Washington über geheime Kommunikationswege gesprochen haben. Kushner habe demnach vorgeschlagen, die russische Botschaft in Washington für die Kommunikation zwischen Trumps Übergangsteam mit dem Kreml zu nutzen. Ein geheimer und sicherer Draht hätte gewährleisten sollen, dass die Kommunikation abgeschottet bleibt. Ebenfalls in der Planung involviert gewesen sein, soll auch Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn. Flynns Nachfolger H.R. McMaster zeigt sich am Samstag vor Journalisten, jedoch nicht vor Kameras, über die Berichte unbesorgt. Nein, wir haben inoffizielle Gesprächskanäle mit einer Reihe von einzelnen Staaten, also für generelle Gespräche über solch geheime Kanäle. Sie erlauben eine diskrete Kommunikation. Man kann über herkömmliche Kanäle nicht alle Inhalte oder Ähnliches besprechen. Es ist also kein Grund zur Beunruhigung. Mögliche Verstrickungen zwischen Trumps Team und Russland belasten Trumps Präsidentschaft von Beginn an. Nach geheimdienstlichen Erkenntnissen versucht Moskau im Sommer aktiv, die Präsidentenwahl zu Trumps Gunsten zu beeinflussen. Und Trump macht bei seiner Rückkehr in Washington das, was er am liebsten macht: kritische Fragen zu diesem Thema ignorieren.